Ja, hallo und herzlich willkommen wieder, meine kleine Lochklinge. So, einmal schnell ins Heierbettchen. Dann hoffen, dass wieder nichts ist. Ich beschreibe es noch nicht. Ich sage das erst, wenn wir gleich hier ein bisschen draußen sind. Ja, genau. Und zwar wollte ich nämlich schon sagen, bisher haben wir echt immer mega Schwein gehabt. So, ich sehe jetzt auch nichts, was sich irgendwie daran ändern sollte gerade. Ja, genau. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, unser Bahnhof sieht echt mega geil aus. Allerdings muss ich jetzt irgendwie mal gucken, dass wir hier was... Oder geht das noch? Ja, doch. Da bin ich noch so ein bisschen überlegen, aber ich habe eine Idee. Ja, genau, so, 6 Stück. Nee, 6 Stück reichen mir nicht. Machen wir 12 von. Genau. Und dann, ups, und ruf da, und dann, wir könnten auch wieder Treppenstufen nehmen, habe ich überlegt, aber, nee, muss nicht sein, ne, So, das Ganze ist hier jetzt mit einer ungeraden Zahl, deshalb müssen wir das hier 3 breit machen, ansonsten sehe das nämlich etwas bescheiden aus, genau, allerdings gefällt mir das jetzt so gar nicht, muss ich sagen. Ich hätte schon eher mehr treppchenhaft gehabt. Von daher nehmen wir dann vielleicht doch die. Na gut, okay. Also, kurzerhand umentschieden. Wir nehmen doch die. Genau, so. Haben wir alles? Ja. Dann müssen wir noch kurz mal Treppen machen. Naja, wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre es auch zu einfach gewesen. Ne? Also cool, das ist dann endlich mal wieder so ein neues Gebäude. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es... Warte mal, das reicht ja nicht. Das ist ja viel zu wenig hier. Wir kriegen auch immer nur 4 davon. Boah, krass, wie wenig man da rausbekommt. Naja, mit... Ich muss was essen. Komm, essen wir wieder was. Schnorpel. Ja, genau. Und jetzt mal gucken, wie wir das hier anstellen. Eieieiei. Warte mal, genau, machen wir das mal so. Ja, genau. Einer reicht mir. Sehr gut. Genau, dann haben wir das so. Sieht auch ein bisschen besser aus dann damit. Noch so ein bisschen Abwechslung halt drin, ne? Genau. So, warum ich das jetzt übrigens so hoch mache, liegt einfach daran, dass hier oben so eine riesige Eingangshalle sein wird, die dafür sorgt, dass das dann halt episch genug aussieht. Ja, deshalb ist es momentan so gestaltet. Von daher nicht wundern, nein. Ja, toll, wenn es natürlich runterfällt, ist kacke, ne? Ja, Scheibenkleister. So. Das sieht sogar gar nicht mal so ungut aus. Also ich denke, das können wir so lassen. Machen wir vielleicht hier und hier. Und hier. Und dann müsste eigentlich da noch eine hin. Und dann sieht das auch von der Seite ganz in Ordnung aus. Ja. Wohl halt. Ich sehe gerade, wie wir das da gemacht haben. Ja, genau. Wir haben das so gemacht, indem wir uns einfach in Tod gestürzt haben. Immer eine gute Möglichkeit, etwas zu bauen. Definitiv erstmal in Tod stürzen und dann danach das Ganze bereinigen. Habe ich noch davon Treppen? Ja, habe ich noch, ja. Stress hier. Ja, klasse. Also unsere Highspeed Spitzhacke geht mir so langsam ein bisschen auf den Puffer, muss ich ganz ehrlich sein, ne? Also du kannst überhaupt nichts abbauen, ohne dass gleich alles andere mit ringsherum auch irgendwie ins Jenseits geschlachtet wird. Das ist echt so unglaublich nervig. Wir müssen uns da irgendwie was anderes einfallen lassen. So, ist ich vielleicht... Wie viel hatten die? Effizienz 4 ist schon abartig, ey. Effizienz 4, widerlich schon förmlich, ne? Ja, wenn ich irgendwas anderes abbaue, würde ich mich wieder freuen, aber jetzt, momentan finde ich es einfach nur abartig. Ja, das liegt aber auch wirklich nur daran, dass, ich halt dadurch nicht vernünftig arbeiten kann. Also so ein bisschen halt zumindest. So, genau, ich würde gerade sagen, hier brauchen wir auch noch was. Ja, einmal so.
Und an der anderen Seite auch. Ich lasse es in der Mitte wirklich frei, einfach so ein bisschen Stil halber, ne? Das sieht ganz gut aus. Man wird es nicht wirklich sehen, hier so von der Seite ein bisschen. Ansonsten, da oben kommt jetzt der Eingang hin. So, und dann brauche ich wirklich die Teile. Genau, wir könnten rein theoretisch, habe ich überlegt, auch noch eine Stufe weiter runtergehen. Wir haben zwei, dann wäre es hier. Das wäre auch in Ordnung, dass wir dann ungefähr auf Höhe... Warte, was habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir wären hier auf derselben Höhe. Okay, und dann wäre da jetzt der Ausgang. Ja, ich habe mich kurz dazu entschlossen, wir nehmen nochmal eins weg. Finde ich schöner. Ja. Genau, und dann... Wie machen wir es? Unterkante, genau. So. Echt tricky, ey. Mega, mega tricky. Was? Das ging doch. Man konnte doch mittlerweile die Sachen da drauf platzieren, bin ich der Meinung. Na, mach mich nicht verrückt hier. Was soll das jetzt? So, das wäre ja ungefähr das gleiche in Grün, ne? So, probieren wir es mal kurz aus. Ne, es war auch noch dieselbe Grütze. Verdammt. Verdammt! Warum? Aber hier geht das ja auch. Ach so, ich sehe schon. Ja. Okay. Mist. Gut, okay, dann ist es halt eine halbe Stufe höher. Das ist mir auch egal. Genau, machen wir es mal so. Eine halbe Stufe ist in Ordnung. Das lässt sich regeln. Das ist nicht so dramatisch wie eine ganze Stufe. Ja, es ist in Ordnung. Es gibt wirklich Schlimmeres. So. Genau. Dann hat man dann hier gleich... Wie gesagt, wir müssen sowieso hier unten alles noch aufschütten. Das muss sowieso ein bisschen höher sein, damit da genug Platz ist. Von daher bietet sich das an, das hier halt ein bisschen höher zu gestalten. Und wir brauchen auch die Wände, die als Verkleidung dienen sollen und von außen und innen jeweils anders vertiefelt sind. Wir sehen, da ist noch einiges zu tun. Joa. Also überlegen. Ist echt heftig, echt mega, mega heftig. Vor allem das erste Mal, dass ich das wirklich so baue, dass man eine Innenwand hat und das von außen halt wieder anders ausschaut. Bisher waren wir da ja immer relativ, so wie hier, ne? Das sieht dann halt innen genauso aus. Aber hier, diesmal wird das anders. Diesmal wird alles anders. Jetzt bin ich nur mal legen, wie wir es machen. Nicht so einfach, echt nicht so einfach. Achso, hier ist noch was, okay. Boah, warte mal. Also, hier, genau, hier fange ich jetzt an. So. Ich kriege ja ganz, ganz viel weiße Wolle wieder, wenn ich denn hier so ein Muster drin habe. Das muss man halt nur erstmal finden. Ne, da habe ich mich noch nicht entschlossen. Also wenn ich jetzt auch noch weiße Wolle. Ah ja, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, schon fast zu wenig, aber es reicht dann doch. So. Und dann kann ich das wieder ranknallen. Genau. Sieht mir aktuell nicht so ganz danach aus, muss ich sagen. Aber wir haben alles schon hingekriegt. Von daher kriegen wir auch diesen Wollmangel hin, denke ich mal. Genau, das sieht doch hübsch aus. Ja, bloß mit den unterschiedlichen Belichtungsarten. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, aber das lässt sich auch regeln. So, dann machen wir hier schon mal das dann soweit. Voll cool, oder? Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir vielleicht doch noch ein paar Säulen zwischendrin einziehen, aber ich habe die Befürchtung, dass das vielleicht dann too much wäre. Also, weiß nicht, irgendwas in mir drin sagt mir so, nee, lass das, das brauchst du nicht.
Also wenn ich das jetzt zumache, dann komme ich nicht mehr rein und raus. Das wäre echt Mist. Das sollte ich dann noch offen lassen. Okay. Mal schauen, wenn wir das jetzt so machen. Ich bin gerade überlegen, weil wir sehen das ja dann nicht mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall bis hier hin. Ja, dann könnte man hier... Das sieht echt cool aus, wenn wir dann hier so eine Kuppel machen. Puh, sehr, sehr geil. Und sehr, sehr geil viel Glas brauche ich dann. Eieieiei. Na gut, wir haben ja gesehen, wo eine Wüste ist. Da müsste man nur mit dem Schiff hinschippern. Und dann würde das auch gehen. Aber es ist halt eine Weile, ne? Es ist ein bisschen weit weg, aber okay. Ja, jetzt bin ich echt im Grübeln, wie wir es machen. Siehst du, wir machen erstmal da hinten noch die Wand. Machen wir erstmal da hinten noch die Wand, dann kann ich noch ein bisschen derzeit überlegen, wie wir das gestalten wollen. Sicher bin ich mir da nämlich nicht. Ist halt auch echt mega übel. Ich weiß schon ungefähr, wie ich das mit der Glaskuppel machen will. Also die wird nicht so wie bei unserer Bibliothek, ne, vor 360. Das nicht. Nein. Das wird anders hier. Ja, aber trotzdem muss ich mir Gedanken machen und trotzdem brauche ich halt viel Glas auch. Boah, ey, verdammt, wie soll ich das Glas nur ranschaffen? Echt so mega tricky. Vor allem hatte ich nicht irgendwo bunte Wolle? Ich glaube schon, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, hinten in einer Truhe war das drin. Sehr gut, so. Kriegen wir sogar noch zu hier an der Stelle. Sehr schön, ist wirklich die Seite hier abgeriegelt. Und was sagt man so? Boah, sieht schnick aus. Und so, die reichen glaube ich nicht, ne? Die Glascover. Ich weiß es jetzt nicht. Ne, auf keinen Fall, wenn ich das hier sehe. Das sind die dünnen. Ich habe auch kein Glas mehr, was ich zuschneiden kann. Verdammt. Da müssen wir es noch wieder raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hinten Glas noch gebrannt habe oder was hier im Ofen noch drin war. Ja, normaler Stein, verdammt. Puh. Da müssen wir echt eigentlich mal schauen. Hier ist ein bisschen Sand. Und hier auch. Das heißt... Dass wir hier hingehen am besten. Also, nee, es sieht mir nicht richtig aus. Irgendwie sieht das nicht richtig aus an der Stelle, oder? Weil der Sumpf da so schlagartig aufhört, das kann ich mir gar nicht vorstellen gerade so. Das passt hier auch nicht so. Gut, da ist die Wüste, doch, dann könnte das hinkommen. Müssen wir mal gleich ausprobieren. Also das wäre jetzt nicht so weit weg, da würde ich dann hingehen. Hinterm Schloss praktisch, ne? Hier ist das Schloss und dann hier in der Ecke. Ja, dann machen wir mal das Inventar leer. Ich gehe einmal hier ins Bettchen. Gut, so leer können wir das dann anscheinend gar nicht machen. Verdammt, hier hinten ist noch eine Kiste. Ich mache jetzt nicht noch eine neue Kiste auf. Das tue ich mir jetzt nicht. Ah, doch, muss ich eigentlich. Ach, egal, komm. Tun wir uns das an. Wir machen nochmal eine neue Kiste. Als ob wir im Laufe unserer Minecraft-Karriere nicht schon genug Kisten aufgestellt hätten. Vor allen Dingen hier. Ey, Karamba, dass wir die alle wieder weggeschafft haben, da kann mit Ewigkeiten eine Zeit ins Land gehen. So, genau, dann... Ja, ist einiges, was wir davon haben. Tup, Glas. Was Eichenholzmäßiges, Glowstone, die Wolle. Was ist denn hier immer noch was? Wirklich episch viel. Und dann muss ich eigentlich nur gleich nochmal eine Schaufel machen, ne? Habe ich gerade schon gesehen. Das wird sonst eng. Dann machen wir gleich zwei. Genau, und dann kann ich nämlich auch das hier lassen und... Na, warte mal, was so rum. Genau. Das nehmen wir mit. Ja, das sieht mir ganz gut aus. Ich muss auf jeden Fall nur ein Bett mitnehmen. Das haben wir ja da drin, genau. Weil man weiß ja auf jeden Fall, dass nachts, also eine Nacht über uns hereinbrechen wird. Und ich möchte dann nicht unbedingt
Und dass wir dann dastehen und nichts haben, ne? Das muss nicht sein. Übrigens werde ich zwischendurch Schafe scheren. Immer wenn ich Schafe sehe, weißt du, wir brauchen jetzt weiße Wolle massenhaft, werde ich sie scheren. Also das, was wir sonst auch immer gemacht haben. Früher, anno dazu mal, als wir eigentlich noch nichts brauchten mehr. Tja, und jetzt stehen wir fast wieder am Anfang da. Also zumindest was manche Ressourcen angeht. Ne? Damit sind wir wieder ein bisschen degradiert, was das angeht. Oder zumindest minimiert. Ja, doch minimiert fast ganz gut. Ja, ist heftig, ja. Wie viel sich da ändert. Wenn man halt ein paar Sachen baut und nicht darauf achtet, dann diese Ressourcen derzeit wieder nachzupflegen. Es ist ein bisschen fahrlässig gewesen von uns an der Stelle, aber das holen wir noch nach. So. Genau, fürs Schloss hier. Sehr schön. Ha, wunderbar. Gut, hier haben wir schon so ein bisschen Sand. Den möchte ich jetzt aber erstmal noch unangerührt lassen. Wir wollen wirklich zu dem Sumpffall. Da ist wesentlich mehr gewesen. Ja, und es lohnt sich dann auch eher. Ich wollte gerade sagen, da müsste eigentlich hier der Weg kommen, ne? Ja. Puh, bis bald. Jo, genau, bis bald. Das war Stadtgebiet. Bis dahin geht das praktisch an dieser Stelle. Oder an dieser Seite, sollte man ja eher sagen. Es gibt ja hier genug Stellen. Da müssen wir den Weg frei klöppeln. Ist ja ganz schön. Ah, da ist der Sumpf, genau. So, einmal durchlassen bitte. So, sehr schön. Ja, da ist er. Sehr gut. Oh, eine Höhle. Mit Lava. Ein Schweinchen. Ich muss echt mal wieder Schweinereit machen. Oder ja, wäre das ein Spoiler gegenüber der Xbox One-Version? Ja, eigentlich schon so ein bisschen, ne? Wahrscheinlich die ganzen Leute, die sich das da angucken, sich mega drauf freuen, wenn wir dann endlich mit Schweinen durch die Gegend reiten. Ja, ich bin sowieso gespannt, wann da mal wieder Updates kommen. Es dauert schon Ewigkeiten. Naja, okay, jetzt, ich glaube nicht, dass vor Weihnachten noch was kommt. Ich möchte natürlich auch, dass die Leute dort halt mit ihren Familien zusammen feiern können und nicht dann irgendwie für irgendwelche Nerds dann auf einmal noch Updates entwickeln müssen. Das wäre ein bisschen too much. So. Habt ihr das gehört, ja? Heftig, ey. Irgendwo da ist ein Zombie. Der ist nicht gut drauf. Ha. Was ist das hier? Wie ein Haus oder sowas, ha? Ich muss das mal näher angucken. Ach so, ah, okay. Krass. Ja gut, ich könnte rein theoretisch hier diese Wand abbauen, aber möchte ich eigentlich nicht. Das wäre doof. Das wäre echt doof. Genau, so. Irgendwo hier muss es doch sein. Ja, wir sind irgendwie leicht falsch gegangen. Okay. Kann ich eigentlich Markierung setzen? Ja, ich könnte hier den Waypoint setzen. Genau. Okay. Nee, bringt mir jetzt nichts. Na, egal. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich habe die Karte. Also in die Richtung so grob. Genau. Voll falsch gelaufen, ey. Sowas ärgert mich. Wisst ihr das aus diesen riesigen Höhlen, so gerade mit Abuto, so bei der letzten ultra krassen Höhlen-Action. Mir nichts, hier nichts rausgefunden, aber hier mit Karte dann sogar sind wir verloren. Das ist echt der Wahnsinn. Darf man rein theoretisch, durfte man das gar keinem sagen, aber naja, ihr seid ja sowieso immer dabei. Von daher übrigt sich das dann, ne? Dass man sagt, das darfst du nämlich gar keiner erzählen. Ja, als Let's Player ist das ein bisschen schlecht dann an der Stelle. So, dum, 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 dum. Ist ja voll krass, ne? Habt ihr das mitgekriegt mit Assassin's Creed, dass ein neuer Teil geleakt wurde? Also geleakt bedeutet ja ungewollt veröffentlicht, kann man so sagen. Also dass Informationen da an die Öffentlichkeit gedrungen sind.
diesbezüglich. Voll krass, zumal Ubisoft das dann auch schon gleich bestätigt hat. So, voll krass. So, jetzt mal gucken, wo ist denn jetzt mein Sand? Also war es doch falsch, hatte ich doch recht. Ja, na, so war... Scheibenkleister. Das heißt, da muss ich hier hin. Ja, da ist auf jeden Fall was. Und nicht gerade wenig, denn den können wir da hin. Ach Mann, ey. Ätzend. Das ist ein weißes Schaf. Ne, das lohnt sich dann wieder. Sogar mehrere weiße Schafe. Ja, Wolle. Wollen du Wolle? Ja, ich will Wolle. Ja, aber ich brauche jetzt halt nur so viel. Wegen dem ganzen Glasgedöns, ne? So viele weiße Schafe. Sehr, sehr geil. Krass. Schlucht entdeckt dabei. Hammer. Boah, super episch, ey. Ja, vielleicht ist da schon genug Wolle. Wolle sag ich schon, Sand. Genau, Sand meine ich die ganze Zeit. Wie komme ich denn auf Wolle? Das, ja doch, sieht mir sogar schon ganz gut aus auf der Karte. Hier auch eine Schlucht, da geht die hier noch weiter? Ja, die geht hier wohl noch weiter. Eieieiei, Hammer. Richtig, richtig geil. So, aber hier müsste jetzt eigentlich mal ein kleiner Strand kommen. Ja, sehr gut. Das ist doch genau das, was ich brauche. Ui, was ich brauche. Ach, sehr schön. Hier ist ein Sandstein. Na gut, okay. Irgendwie leckt es gerade so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob die Xbox One sich gerade Updates zieht. Ich glaube, ich habe den noch angelassen. Das kann sein. Oder einfach nur, ob die Maus wieder rumgesponnen hat. Das wäre auch möglich. Ach ja. Müssen wir mal gucken, dass wir hier genug zusammenkriegen. Also ich glaube, ich würde auch gleich hier einen Ofen hinstellen und das hier brennen lassen. Parallel dazu. Warte mal. Wie viel habe ich? 9 Stück, das reicht mir. So, dann machen wir hier noch eine Fackel rein. Genau, dass da nichts herkommt. Und dann bräuchte ich eine Werkbank. Schon wieder mal eine Werkbank. Also wir haben auch massenhaft davon irgendwo stehen. Toll. Man muss natürlich dafür sorgen, dass das auch gebaut wird. Ja, dass man es craftet. Sonst bringt es nichts. So. Genau. Aber den Ofen. Achso, wir wollen noch 2 Stück von. Dann können wir nämlich hier schon mal die 64er Staffel brennen lassen. Sehr gut. Und dann stehe ich auch schon mal das Bett hin. Sehr schön. So, Nacht übersprungen. Und wir bauen dann halt einfach fleißig Sand ab, während zumindest schon mal ein Stapel oder ein Stack halt brennt an der Stelle. Aber dann können wir gleich loslegen, ne? Ein bisschen Zeit sparen, ein bisschen das effizient nutzen und ich denke, das ist die beste Alternative hier gerade. Man könnte natürlich rein theoretisch noch einen zweiten Ofen basteln, aber das finde ich jetzt too much irgendwie, ne? Ja, das wäre so ein bisschen übertrieben. Man muss ja schon gucken, dass man dann mit den Füßen auf dem Boden bleibt, ne? Ja, so ein bisschen. So, ja, ich hatte das ja die Tage auch, das erzähle ich beim nächsten Mal, glaube ich. Was den Stromausfall bei mir auf Arbeit angeht. Total geil. Tja. Ich denke, dann können wir uns auch eigentlich gleich verabschieden, weil mein Timer hat sich ja schon gemeldet. Weil ich mich gleich mal dann machen, die Multiplayer-Folgen aufzunehmen. Ja. Ich brauche es mal noch mal kurz hier ab. Ich mag das gerade so schön. Och, das ist toll. Könnte immer so sein. Wenn es so einfach wäre, ne? So, das wäre das. Dann gucken wir kurz nach. Wie sieht es hier schon aus? Ja, sehr gut. Okay, und wir haben hier immerhin schon mal fast 2 64er Stacks nochmal schon. Wenn da eine schon brennt, ne? Muss man ja auch so sehen. Nun gut, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. So, mal kurz Licht machen hier, dass nichts passiert.
Genau, sehr schön. Ja, genau, wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.